Hallo miteinander. Ob es jetzt um ein selbst komponiertes Lied geht oder eins von anderen Urhebern, wenn in den Noten keine Akkorde stehen, wird es für viele unter uns schwierig. Und das ist das Thema dieses Videos, also genauer gesagt, wie man zu einer Melodie passende Akkorde findet. Wahrscheinlich habt ihr bereits festgestellt, dass man unterschiedliche Akkordvorgaben bekommt, wenn man mal für das gleiche Lied verschiedene Notenblätter anschaut. Und hier ist die Frage, ob die Noten direkt vom Komponisten geschrieben wurden oder ob sie jemand bearbeitet hat. Also beispielsweise für Einsteiger mit extra einfachen Akkorden. Die Akkorde müssen also auch oft einer bestimmten Zielgruppe gerecht werden. Wir beginnen natürlich ganz einfach und nicht bei den Profi-Akkorden. Wenn ihr ein Notenblatt ohne Akkordangaben vor euch habt, sollte euer Blick immer zuerst ganz nach vorne und ganz nach hinten gehen. Haben wir ein Vorzeichen, also ein Kreuz oder ein B oder sogar mehrere? In unserem Notenblatt? Nein. Dann wird es C-Dur sein oder die parallele Molltonart A-Moll, die ebenfalls keine Vorzeichen hat. Der Quintenzirkel sagt uns sowas sofort. Der zweite Blick geht ganz nach hinten an den Schluss unseres Lieds. Der letzte Takt hier in unserem Stück ist ausnahmsweise mal Takt 8, also da, wo Fine steht. Der letzte Ton der Melodie ist das C. Und das sagt uns mit hoher Sicherheit, dass unser Lied in C-Dur und nicht in A-Moll geschrieben ist. Vielleicht habt ihr ja inzwischen schon erkannt, welches Lied wir hier vor uns haben. Genau, ein alter Bekannter. Das erste United Keys Musikstück vom Jahr 2021. Und das war in C-Dur geschrieben. C-Dur ist ja die Basis für unsere heutige Musik und bestand tatsächlich nur aus den Tönen unserer weißen Tasten. Und auf diesen Tasten hat man dann einfach drei Klänge aufgebaut, die sogenannten Kirchentonarten. Genau die, die wir nachfolgend auch zum Harmonisieren unseres Lieds nehmen können. C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll, H bzw. international B vermindert. Das Dim steht für diminished, also vermindert. Eine andere Schreibweise wäre die Null. Und jetzt wird es spannend, denn wir versuchen nun, diese Akkorde in unserem Lied den Tönen zuzuordnen. Ihr werdet gleich feststellen, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt. Das ist normal. Und genau das macht ja auch die Musik so vielfältig. Wir schauen uns jetzt lediglich immer die erste Note in einem Takt an. Im ersten Takt ist es das C. Dann spielen wir unsere Dreiklänge hoch und beobachten dabei, in welchem Akkord der Ton C vorkommt. Also, welche Akkorde sind es? C-Dur, F-Dur, diese Akkorde schreiben wir einfach mal in unser Notenblatt rein. Genauso gehen wir auch im zweiten Takt vor. Hier achten wir auf den Ton G. Jetzt sagt ihr mal, in welchem dieser Akkorde der Ton G vorkommt. Also, welche drei Akkorde sind es? Ja, genau. C-Dur, E-Moll und G-Dur. Wenn ihr das durch euer ganzes Lied mal macht, habt ihr mindestens drei passende Akkorde für jeden Takt.
Der nächste Schritt ist jetzt, die Akkorde auszuwählen, die sich zur Melodie am besten anhören. Da hilft nur Ausprobieren. Nachfolgend aber noch drei Zusatztipps. Tipp Nummer 1. Schlagt mal alle Töne im Takt zusammen an. Ergibt sich daraus ein gut klingender Akkord, dann passt der auf alle Fälle zur Melodie. Falls dabei aber auch schneller gespielte Töne sind, lasst einfach mal nur die übrig, die auf den Viertelschlägen liegen. Der zweite Tipp: In manchen Takten braucht man auch mehrere Akkorde, damit es sich nicht komisch anhört, wie beispielsweise im vierten Takt. Ihr hört hoffentlich, dass ein einziger Akkord unschön klingt. In so einem Fall achtet man auf die Melodietöne, die auf dem ersten und dritten Schlag gespielt werden. Man geht also sozusagen mit einem feineren Raster ran, um die Akkorde öfter zu wechseln. Auch in anderen Takten könnt ihr das mal probieren, wenn sich ein einzelner Akkord nicht gut anhört. Der dritte Tipp. Beispielsweise im dritten Takt haben wir in der Melodie am Taktbeginn den Ton F. Wenn wir konsequent wären, kämen nur D-Moll, F-Dur und B vermindert als Akkord in Frage. Und an dieser Stelle kommt jetzt noch ein weiterer wichtiger Akkord ins Spiel. Wenn man sich das mal genauer ansieht, dieser Akkord ist eine Mischung aus der fünften und aus der siebten Stufe, also G-Dur mit B vermindert zusammen. Und daraus wird dann G7 der sogenannte Dominant-Sept-Akkord. Dominant ist ja immer die fünfte Stufe und dann die siebte Stufe dazu. Also immer, wenn ihr nun den Ton F in euren Noten habt, solltet ihr auch probieren, ob nicht auch G7 passt oder sogar die bessere Wahl ist. Das war's auch schon. Ich hoffe, dass ihr hiermit schon mal eine Basis habt, wie ihr Akkorde leichter rausfindet. Gutes Gelingen dabei und tschüss, bis zum nächsten Mal.